Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Bed Wars auf unserem Kanal. Das ist jetzt schon wieder ewig her, seitdem ich das letzte Mal gesagt habe, so wie ich auch schon die letzte Aufnahme angefangen habe jetzt. Und Leute, ich bin selbst nicht mehr damit zufrieden und darum geht es jetzt auch in diesem Video. Ich will mit euch jetzt mal ein ernstes Wörtchen reden, also über mein Verhalten, über mich, warum ich keine Videos hochgeladen habe und so einen Scheiß. Und zuallererst mal, wir starten hier, weil ich gesehen habe, dass ein neuer Spielmodus rausgekommen ist und zwar Quick Bed Wars. Jetzt müsste man es nur noch finden, da ist es. Und zwar ist es wohl so wie Quick Survival Games, Bed Wars in schnell. Ich habe es noch nie gespielt, deswegen probieren wir das jetzt einfach mal aus. Weil ein neues Bed Wars müssen wir natürlich ausprobieren. Da gehen wir mal hier oben. Die scheint schon annähernd voll zu sein. Gucken wir mal. Team Blau ist bereits voll. Team Gelb, weil Team Grün will ich nicht. So, okay, also. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Cut, bis die Runde anfängt und dann erzähle ich euch ein bisschen was dazu. So Leute, und jetzt sind wir auch schon am Rundenstart hier. In einer Sekunde geht's los. Zack. Und okay, das ist die Map mit so einem Häuschen und so einer Street und so einem Schiff in der Mitte. Ach, klar, ist ein Hafen. Ich habe ganz vergessen, dass wir auf Harbour spielen. Okay, ergibt Sinn. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich weiß gar nicht. Da rechts geht so ein Timer, 4:38. Ich weiß absolut nicht, was das heißt. Wir probieren es einfach mal aus. Wir starten hier einfach mal ganz entspannt rein. Und dabei will ich euch das ja erzählen, warum das so kam, wie es im Moment ist. Zeit 4:22. Kann ich hier auch was kaufen? Jo. So, es ist so, weil, also grundsätzlich hat es ja wieder damit angefangen, ich wollte wieder Videos machen. Und habe es dann wieder sein gelassen. Warum war das so? Ich habe im Moment, also ich hatte in der letzten Zeit Klausurphase in der Schule. Das heißt, ich habe in beiden LKs, also in meinen Leistungskursen, die wirklich relevant fürs Abi sind. Und natürlich auch in den anderen Kursen, die ebenfalls relevant fürs Abi sind. Meine Klausuren geschrieben. Weswegen ich viel Zeit wieder in die Schule stecken musste. Und das ist natürlich die Priorität Nummer 1. Das ist ja auch ganz klar. Das wird in den nächsten Jahren auch noch häufiger so sein. Aber jetzt schreibe ich nur noch insgesamt 2 Klausuren dieses Schuljahr. Und das sind Erdkunde und Deutsch, für die man nicht wirklich viel lernen muss. Muss ich einfach mal ganz klar sagen. Warum sind hier Uhren? Oh, ich kann damit einen Zeitbonus bekommen. Das mache ich. Das hört sich sinnvoll an, oder? Keine Ahnung. Genau. Und das wird in den nächsten Jahren auch noch öfter so sein. Aber Leute, nee, da war ich doch schon. Aber jetzt schreibe ich nur noch 2 Klausuren und das heißt, ich habe eigentlich jetzt noch ein ganz gechilltes restliches Schuljahr vor mir. Vor allem, weil die beiden Klausuren Deutsch und Erdkunde sind, für die man nicht wirklich viel... Wir kriegen jetzt hier den Zeitboost. So. Geht doch. Für die man nicht wirklich viel lernen muss, muss man sagen. Was schon mal doof ist, dass da einer... Das ist aber nicht cool. Da hat die Gönnung unser Bett weggenommen. Geht nach der Zeit vielleicht automatisch das Bett kaputt? Ich weiß es halt gar nicht. Ja, komm. Ist doch gut jetzt. Geh weg. So. Da haben meine Uhren nicht besonders viel gebracht. So. Was? Jetzt lass mich doch mal hier erzählen, alle. Ich muss deswegen nicht mehr allzu viel für die Klausuren lernen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, jetzt ab einem gewissen Tag, wirklich an dem Tag, kommt dieses Video. Wenn ich es schaffe, also wenn ich wirklich genug Videos schon habe, um jeden Tag Videos zu machen. Das heißt, dieses Video ist jetzt eins von vielen, was ich schon mal im Voraus produziert habe. Und die sind dann alle schon hochgeladen, wenn dieses freigeschaltet ist. Das in den nächsten Tagen kommen dann täglich Videos. Und währenddessen, also während die anderen dann jetzt kommen, habe ich natürlich Zeit, neue Videos aufzunehmen. Was heißt, dass ich es wahrscheinlich dann ab diesem Video wieder schaffe, tägliche Videos hochzuladen. Was ich echt cool finde. Weil ich echt Bock drauf habe. Und das machen wir so. So ist der Plan, liebe Leute. So, mal gucken, was man sich für Gold kaufen kann. Ob es hier überhaupt Bögen gibt, weiß ich nämlich nicht. Also, keine Ahnung, ich habe es das erste Mal gespielt. Wenn ich irgendwas nicht weiß, dann tötet mich bitte nicht. Weil es sieht nicht so aus, oder? LOL. Das will ich haben. Egal, was man sich sonst von Gold kaufen kann, das will ich haben. Aber lass uns den Shop nochmal komplett ausgucken, weil das hier kenne ich nicht. Speed-Teppich. 2 Sekunden... Oh, davon kaufe ich. Das ist cool.
Das machen wir auf unsere Brücke, würde ich vorschlagen. Einmal hier, dann wo hört der Speed auf? Hier so, dann kommt hier noch einer hin. Dann probieren wir es nochmal aus. Moment, der muss eben aufhören. Zack. Hier machen wir einen hin. Zack, perfekt. So ist auch gut. So kommen wir hier mit Vollspeed in die Mitte. Ich hoffe mal, das zählt nicht für die anderen Teams, aber wenn ich sehe, dass die so gelb sind und wir sind ja Team Gelb, gehe ich fast nicht davon aus. So, wo machen wir noch einen Speedboost hin? Ich würde sagen, hier einen vor den Spawner, weil man da immer lang geht. Einen an den Villager. Und dann habe ich auch nicht mehr. Zack. Wobei, ich fände noch ganz cool, wenn wir einen noch quasi genau... Warte. Hier hin machen. Weil jetzt geht man immer, wenn man da runter geht, automatisch über diesen Speedteppich und wenn man halt in die linke Richtung hochgeht. Was man meistens macht, wenn man hochgeht, da man nur da zum Villager kommt. So, also Leute, es gibt jetzt wieder täglich Videos und da bin ich auch echt froh drüber, weil mir macht das Spaß. Ich will wieder die alten Zeiten zurück, wo ich täglich Videos hochgeladen habe, wo die Community so unglaublich schnell gewachsen ist, wo es halt einfach unglaublich Spaß gemacht hat, mit euch zusammen Videos zu produzieren. Das war echt saustark. Also das möchte ich unbedingt wieder haben. Deswegen wieder täglich Videos, weil ich weiß, dass ihr euch darüber freut und das hilft natürlich auch wieder dem Kanal zu mehr Aufmerksamkeit, wodurch er weiter wachsen kann. Das wollen wir ja. Beziehungsweise wir, ihr wahrscheinlich nicht so stark wie wir, aber für euch ist es ja auch cool, mehr Leute zu bekommen, die in unserer Community sind, die womit ihr dann schreiben könnt in den Kommentaren mit denen oder halt sonstige Sachen machen können. Locker, man kann sich noch was Besseres hier kaufen. Nein. Aber jetzt können wir uns, pass auf, bam! Alter, ein Diamond Sword. Geil. Dann helfen wir dem doch mal, den hier zu ficken. Okay. Glück gehabt, mein Lieber. Sonst kriegst du das Diamond Sword of Doom in your face. Ne, Kisten brauchen wir nicht. Gibt's hier noch irgendwas Tolles? Oh. Okay, das ist interessant. Ist so eine Bridge irgendwie. Lass sie nur kommen. Die werden getötet. Die werden zerstört, wie sie in ihrem Leben noch nicht zerstört wurden. Upsi. Okay, einer weg. First one. Second one. Easy, Alter. Easy peasy. Ach Moment, die haben noch ein Bettchen, ne? Okay, das ist schade. Was ist das hier für eine Brücke? Sandsteinbrücke vor deinen Füßen. Das holen wir uns. Gibt's ja auch Stärke, dass die... Da ist so einer, okay. Schade, dass es hier keinen Bogen gibt. Wir hätten dem einen vielleicht mal ein Diamantschwert kaufen sollen, vor allem weil er eins hat. Okay, er ist tot. Er ist auch tot. Okay, komm, wir gehen da jetzt hin, Boy. Das hat alles keinen Zweck. Erstmal machen wir dem hier den Speedteppich, aber das kann ja wohl nicht wahr sein. Dass die sich hier Speedteppiche hinpflanzen. Alleine habe ich nur keine große Chance. On the way. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal Potion of Healing. Um einfach wieder ein bisschen mehr austeilen zu können, ne? Number one. Mein Gott, kann die Zeit mal von denen ablaufen? Das geht nur auf die Nerven. Die können ja halt immer wieder verlängern, ist das Ding. Das war zu erwarten. Hä? Ich verstehe seine Taktik gerade nicht. Könnt ihr mir das erklären, Leute? Könnt ihr mir das erklären? Und ganz viele von euch, was ich auch nochmal ansprechen wollte, haben sich auch mal von uns Clash Royale gewünscht. Das ist ein Handyspiel, ein Android-Spiel.
Und da haben die sich halt gewünscht, dass ich das doch einfach mal let's playe. Was natürlich für mich ein bisschen Aufwand bedeuten würde, aber hätte ich grundsätzlich auch Bock drauf. Wäre nur die Frage, ob ihr das jetzt wirklich auch dann wollt. Ob ihr wirklich sagt, ja, da sind wir gerne dabei. Oder ob ihr dann, ich weiß halt im Moment, ich kann nicht so ganz einschätzen, was ihr jetzt so richtig feiert. Wo ihr sagen würdet, yo, das wollen wir am meisten sehen. Das könnt ihr mir mal alles gerne in die Kommentare schreiben. Ich denke, ihr habt uns alle abonniert, also zumindest 70% von euch, wegen unseren Bad Wars Videos. Davon gehe ich mal stark aus. Goddammit. Oh, war das knapp, ey. Ein bisschen übersteuert, aber das ist okay. Ich habe keine Blöcke mehr. Seriously. Und er ist nicht hier. Ich ziehe mich zurück. Ich habe nämlich null Blöcke und komme hier einfach gar nicht weg. Weil er baut sich in unserem Bett irgendwie ein. Ist eine Taktik, die ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann. Aber gut, jedem das seine, ne? Wir tun einfach mal so, als würden wir uns hier... Ernsthaft? So eine kurze Brücke ist das? Das ist ja gar nichts. Es wäre übrigens schön, wenn ich deine Hilfe hier unten bekommen würde. Kollege, deine Hilfe, danke. Ich höre doch noch irgendwo mehr. Boah, goddammit. Was war denn das für einer? Der war irgendwie ein bisschen geistesabwesend, hatte ich das Gefühl. Oh Gott, vor dem bin ich... Ich vergesse schon wieder die Blöcke. Leute, ihr werdet mich schon wieder innerlich angeschrien haben. Aber diesmal habe ich noch dran gedacht. Nur, das Ding ist, ich habe gar kein Leben mehr. Deswegen brauche ich jetzt unbedingt so einen Heal Trunk. Okay, wie machen wir das? Kommt der runter jetzt? Oh, ist das stressig, ey. Ist das stressig, gerusht zu werden? Ich hole mir jetzt schon mal die Blöcke. Und ohne Bogen ist das irgendwie voll stressig. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe gar keine Spitzhacke, fällt mir gerade so auf. Die könnte ich auch mal gebrauchen. Und die verlängern immer wieder ihre Zeit. Hui! Moment mal. War das ja jetzt mit der Spitzhacke oder wie darf ich das verstehen? Weil da bin ich ziemlich schnell down gegangen auf einmal. Naja, Leute. Wir sehen uns erstmal in der nächsten Folge. Jetzt weiß ich ja so ungefähr, wie das Ganze funktioniert. Das war ein bisschen doof, dass wir direkt am Anfang unser Bett kaputt gemacht haben bekommen. Wir sehen uns sofort nach einem Schnitt wieder. Bis gleich. Zwei, eins, go. So Leute, da sind wir wieder in der nächsten Runde und wir spielen diesmal als wunderbarer Bauarbeiter auf der Map Baustelle. Und ich weiß nicht, wo die Bronze spawnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich fahre jetzt erstmal ein bisschen Bagger, weil Baggerfahren ist Töfte. Da spawnt die Bronze, okay. Wir wissen jetzt alles ein bisschen, wie es funktioniert und mal gucken, was hier oben ist. Erstmal muss die Map erkundet werden. Nein, man kann bis nach ganz oben. Ich habe gar nicht gesehen, dass hier so ein hoher Kran steht. Also ich gehe mal davon aus, dass es ein Kran sein soll, ne? Oh, hier ist ein Goldspawner, ne? That's interesting. And we can even go higher. Lol. Krass. Jetzt ein bisschen Jump'n'Run-Skill und dann... What? Das war so knapp. Und jetzt werden wir wahrscheinlich trotzdem drauf gehen, weil es... Oh, wenn ich das jetzt schaffe, Leute.
Okay, es war nicht zu schaffen. Schade. Mann, 2 Gold verschwendet. Mein Team wird mich haten, wenn es das gesehen hätte. Also wenn es gewusst hätte, dass ich 2 Gold dabei hätte. Huiuiui. Okay, wofür sorgen wir erstmal? Wir sorgen erstmal wieder für Speed Boosts, weil die finde ich cool. Also finde ich das coolste Feature irgendwie. Und dass die Runden so ein bisschen halt auch mal schneller gehen, das finde ich auch echt nice. Weil es früher, also ich finde Bad Wars macht es aus, einerseits, dass es eben auch lange Runden gibt, weswegen halt auch die normalen Bad Wars Runden echt cool sind. Hier machen wir einen drüber. Aber ich finde, dass es manchmal einfach zu übertrieben lange war. Weswegen dann das hier echt mega nice ist eigentlich. Bauen wir das hier mal ab und lieber einen Speed-Buff dahin. Okay, hier muss unbedingt einer drauf. Und hier muss einer drauf und dann haben wir es geschafft. Gut. Das ist doch ziemlich nice. Jetzt kommt man nämlich schnell in die Mitte und wieder zurück. Ich hoffe, man merkt, dass ich mir ein bisschen abgewöhnt habe, so oft M zu sagen. Ich weiß, es kommt immer noch ziemlich häufig vor, aber es ist weniger geworden auf jeden Fall. Worüber ich glücklich bin. Weil es war immer so der größte Knackpunkt, den ich hatte. Diesmal sind wir in Team Rot. Team Rot scheint hier wieder zu rocken. Mein Gott, was habe ich denn mit meinem Deutsch heute? Das ist ein blauer, der heißt Bing Bong LP. LP ist immer wichtig. 800 kommende Boy. Und ich bin runtergefallen. Das ist doof, aber wir hatten ja eh nichts. Leute. Was muss ich sagen? Ich hoffe, wirklich, ihr verzeiht mir nochmal diese Pause, aber für die Schule, die geht mir halt einfach vor. Und da kommt YouTube dann ein bisschen hinterher, ein bisschen hat YouTube das Nachsehen da gegenüber der Schule. Aber wie gesagt, jetzt geht's wieder los. Sobald dieses Video hochgeladen wurde, kommen wieder täglich Videos. Habe ich ja gerade eben schon gesagt, weil ich mir dann sicher bin, dass ich es schaffe. Ich habe genug davor aufgenommen, sodass das gar kein Problem mehr ist jetzt. So, 1, 2, 3. Kriegen wir überall einen Speedbuff. Speedbuff. Boah, wir sind fast unterwegs. Guck mal, Leute, Gott sei Dank gibt es den Torben dafür. Das ist spitze, finde ich. Sowas ist auch enorm wichtig hier, weil dadurch kann man viel bessere Kombos auch raushauen. Aua. Boah, ich klaue euch den Zeitboost, ihr Wichser. Das ist nicht gut. Nein, als ob ich jetzt raus bin, ey. Ich packe es nicht. Was ist das denn für ein Timing? Das erste Mal, dass ich versuche, da irgendwie irgendwas zu machen. Und dann bin ich raus. Leute, ich hoffe, es hat euch für die ersten Runden Bad Wars bzw. Quick Bad Wars jetzt mal gefallen. Das ist ein ganz neuer Spielmodus, den ich einfach mal ausprobieren wollte. Ab der nächsten Folge wird es dann auch mal wieder ein normales Bad Wars geben, weil ich muss sagen, normales Bad Wars gefällt mir doch noch ein bisschen besser, so old school. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch wieder auf neue Videos, die es jetzt wieder täglich geben wird. Versprochen, dafür stehe ich mit meinem Namen. Deswegen mache ich das hier so im Voraus. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Vielen Dank, das bedeutet mir echt viel immer. Vor allem, wenn ihr bis ans Ende schaut, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Darüber würde ich mich echt freuen, über die Unterstützung. Und ihr könnt natürlich auch gerne einen Kommentar da lassen, worüber ich mich auch sehr freue. Und dann, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert doch einfach unseren Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, haut rein und ciao.